Tag Leute, willkommen zu Gamings Competition mit Teil 2 von Age of Empires Julian gegen Martin. Versteckt. Hast du eine Universität? Hast du eine Universität? Im Bau. Ist im Bau. Ja, er will halt lieber mit Schmieden punkten. Ob er sich da nicht verhauen hat, weiß man nicht. Ich meine, Julian kann jetzt schon die ganze Zeit seine speziellen Einheiten hochleveln. Ich verstehe noch nicht, was mit seinem Gemäuer da los ist. Das ist auf jeden Fall schon mal gut abgesichert. Da ist erstmal kein schnelles Durchkommen. Er guckt auch mehr, wo die Leute nicht mehr was zu schuften haben. Naja, er versucht es auf jeden Fall. Da sehe ich auch so ein paar Leute. Ah, nee, da hat er sie gleich entdeckt und schickt sie aufs Feld. So gehört sich das. So sehe ich das gerne. Ich weiß nur nicht, ob er, wenn es darauf ankommt, Einheiten in dem Maße nachproduzieren kann, wie sein Kontrahent. Und hier sehen wir schon einen Tribok, der gepackt wird. Und ich bin sehr gespannt. Wir haben ein sehr durchgemischtes Heer, wie auf Englisch Haare. Und ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passieren wird. Eine klassische Keilfarmaufstellung. Vielleicht möchte er auch mit den ganzen Einheiten sich mitteilen. Ich sehe hier definitiv ein T. Ich weiß nicht, vielleicht hat er schon aufgegeben oder sie machen Teepause. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber ich sehe hier schon auf jeden Fall mächtige Potenz. Man sieht hier die Mauern, theoretisch könnte man da unten durch. Das Spiel lässt es natürlich nicht zu, wäre aber physikalisch möglich. Ich würde das besser machen. Aber beide haben so ihr festes Heer und ich glaube, das wollen die auch nicht verlieren tun. Aber wessen Heer größer ist. Oh, da sind schon die zwei Tribocker aufgebaut. Julia muss jetzt schnell reagieren und bringt da auch schon den ersten hin. Oh, die Burg fängt schon an zu brennen. Hat schon 1000 Punkte verloren. Aber ich würde behaupten, mit den ganzen Fußinfanteristen kann er die schnell zerstören. Dann ist schon mal die gröbste Bedrohung um. Aber er zieht sich zurück. Sie sind beide nicht einig. Er sieht einfach, dass Martin doch da eine ganz, ganz dicke Nummer am Schafott hat. Jetzt gilt es da mit den ganzen Treebocken, die er hier schon aufgestellt hat. Er ist definitiv im Treebock-Over-Mode. Kann er diese ganzen Fußsoldaten relativ gut wegkriegen? Er muss jetzt nur gucken, dass diese in Sicherheit bleiben. Er hat hier so ein paar Kamelreiter, ein paar Ritter. Die sehe ich hier. Sind noch nicht so wahnsinnig aufgelevelt. Oh, und da ist er auch schon durch die Mauer geprescht, der Martin. Jetzt sind die ganzen Triebocke natürlich so ziemlich aufgeschmissen, da sie nicht den Nahkampf haben, den ein Ritter hat. Oh, und dann sind auch schon zwei down. Das geht ja mächtig in die Economy. Aber ich sehe schon, Martin hat sich hier sehr stark verbaut. Er hat kaum noch Stein. Ansonsten sieht es so mäßig aus. Hat aber definitiv die besseren Einheiten gebaut. Zieht es hier auch nach. Was hat er noch in der Hinterhand, ist die Frage. Da sehe ich noch ein paar Vereinzelte. Julian hier definitiv im Heimvorteil. Er hat da seine Kamelreiter. Da sieht er keinen Stich, der Martin. Wenn Julian jetzt intelligent wäre, würde er diese Tribocke in Position bringen und schnell diese anderen kaputt machen. Und jemanden von seinem Volk darauf schicken. Ah, da ist er schon. Von dem habe ich gerade gesprochen. Oh, da hat es die Burg leider nicht geschafft. Sie hat leider keine Rose bekommen, hat kein Foto. Da müssen wir leider nochmal von vorne anfangen.
Jetzt wird es heikel. Die Frage ist, wird es bei einem Einfrontenkampf bleiben oder... Oh, nein, es bleibt nicht. Julian hat sich hier auch schon in Position gebracht und hat jetzt definitiv einen taktischeren Vorteil dem Martin gegenüber. Die Frage ist, wird er sich zurückziehen oder wird er weiter ins Pressing gehen? Nee, er zieht sich zurück, macht die Schotten wieder dicht, baut seine Burg wieder auf. Er möchte einfach seine Verteidigungsstrategie nicht durchbrechen lassen. Ist aber, wie soll man sagen, im Supply ein wenig hinten dran, ne? Aber das kann schnell behoben sein. Oh, aber man sieht hier schon, die Spuren des Kampfes haben das Micromanagement von Martin ziemlich geschwächt. Er hat wieder nichts gerissen. Es stehen wieder 100 Bauern einfach nur da, wissen nicht, wohin mit ihren Füßen. Auch hier ist so eine Gruppe, die gründen vielleicht eine neue Religion oder werden Gelehrte. Das kann natürlich gar nicht angehen im Krieg. Denn, wie man weiß, kluge Leute können nicht kämpfen. Wobei ich aber sagen muss, dass ich Felder in Reserve hatte. Ne? Tja, das ist deine Meinung, Martin. Nein, das weiß ich. Ja, nur leider hat es dir nichts gebracht. Oh, und hier sehe ich schon eine Armee. Das macht Julian schon sehr geschickt. Schaltet als erstes mal die ganzen Burgen aus und kann jetzt mit den drei Triebocken, die er hier aufgestellt hat, einen hat er sogar noch in Reserve. Ah ne, den hat er sogar da. Kann jetzt diese Mauer kaputt machen und von hinten kommen. Das ist natürlich nicht die eleganteste Lösung, aber vielleicht die effektivste. Oh, und es wird zu einem Zwei-Fronten-Kampf kommen. Triebock gegen Triebock. Aber ich sehe schon, Julian hatte die schon aufgestellt und hat da definitiv einen Vorteil. Schickt jetzt seine ganzen Holzfäller, diese Burg wieder zu errichten. Oh, aber Martin ist durchgebrochen. Jetzt geht es darum, möglichst schnell die Leute entweder zurückzuziehen oder nachzuproduzieren, bevor er jetzt gleich seine Burgen verliert und vielleicht auch sehr viele Arbeiter. Er zieht die Triebocke zurück. Die Frage ist, wird er jetzt mit seinen ganzen Leuten angreifen? Oder wird er seine Leute zurückziehen? Es könnte natürlich auch sein, er setzt alles auf eine Karte und macht mit dem bestehenden Heer einen Putsch. Man weiß es nicht. Es könnte jetzt vorbei sein. Es könnte aber auch weitergehen. Da steht auf jeden Fall wieder ein Tor. Das hat er sehr gut gemacht. Da hat er Martin ganz schön geschlafen. Hat sich zu sehr auf die Gebäude konzentriert. Greift jetzt die Mühle an. Nicht unbedingt das geschickteste Gebäude. Viel wichtiger ist das Dorfzentrum, welches er jetzt in Beschlag nimmt. Julian produziert aber auch mit seinen Burgen nichts nach an Einheiten, was mich echt verwundert. Er setzt eher darauf, möglichst schnell in die Basis zu kommen. Und so wie ich das sehe, sind die Kämpfe vereinnahmt. Sehr stark vereinnahmt. Wenn ich er wäre, würde ich jetzt versuchen, möglichst viele Einheiten noch in sein Dorf zu pushen, weil die fünf Elite-Kämpfer dürften in der Regel kein Problem sein. Da sehe ich doch schon Säbelrassler. Der Elite-Mameluk ist in Position, hält es aber für nicht sinnig, diese zwei Hansele da anzugreifen. So, da ist er so ziemlich durch die Mauer durch. Jetzt ist die Frage. Martin versucht mit zwei Arbeitern weiter eine Mauer zu errichten. Ob das nicht zu kurz gedacht ist, würde ich sagen, ja. Gute Idee, aber zu langsam umgesetzt. Die Frage ist, was machen diese Einheiten? Sie können sich nicht ganz entscheiden, was zu tun ist. Da sehe ich schon. Da sehen wir uns doch mal den Supply an. Es steht 74 Einheiten
gegen 103 Einheiten. Da ist die Frage, wer hat das größere Heer davon? Da sind zwei Arbeiter, die tun nichts. Sind mittlerweile auch nur noch zwei Leute da. Ah ne, die haben sich aufgesplittet, was nicht das Schlechteste sein muss. Die Tribocke von Julian wissen auch nicht so recht, wo sie hinwollen. Und ich sehe schon, das wird der Endkampf werden, weil ich glaube nicht, dass sich beide davon ökologisch wieder erholen werden. Es ist nicht sehr viel passiert, es war nicht sonderlich spannend. Julian hat definitiv besser mit den Chancen, die Gebäude schnell wieder zu brennen. Sein Teambock muss nur gucken, dass er den behält und seine eigenen Leute nicht platt macht. Auf dieses Gerede erstmal noch etwas Rittersport Altenmilch. So ein Idiot. Quadratisch praktisch gut. Ich verstehe nicht so ganz, warum Julian nicht weiter produziert. Einheiten. Ah, sein Gold sieht halt scheiße aus, ne? Also da sehe ich doch nur noch leeres Feld. Bei Martin sieht es auch nicht besser aus. Die Frage ist, wer kriegt mehr Einheiten noch rausgepresst? Und wie viel Wert haben diese Einheiten? Gucken wir uns doch mal an, wie das aussieht. Aus der Sicht von Martin. Er ist sehr fokussiert auf den Angriff. Guckt aber auch immer mal auf seine Leute. Sehr löblich. Hat auch mittlerweile ein paar Tribocke am Start. Man macht damit die Häuser relativ schnell zunichte. Ohne Probleme. Und er muss sich ansehen, wie sein Volk gemeuchelt wird. Bei Julian ist das mittlerweile dieser Punkt überschritten. Der guckt sich nur noch an, wie seine Universität vor die Hunde geht. Also das ist ein Match. Nee. Da sehe ich keinen Stich. Julian hat natürlich den Vorteil, dass er dann noch diese zwei Burgen hat. Und sogar noch einen Tribock. Der aber nicht so recht weiß, wo er hin will. Tja, auch das ist Age of Empires. Wobei man von Empire hier wohl kaum sprechen kann. Das ist eher sehr trauriges. Aber gut. So, gucken wir mal Martin. Der guckt sich die schöne Landschaft an. Aha. Ist sich uneinig, was da geschehen soll. Juliansdorf ist so ziemlich muss ich denn alles im Arsch. Muss ich dann nicht einfach nur das Dorfzentrum vernichten? Nein, nein, Martin. In diesem Modus musst du jeden kaputt machen, der irgendwie lebendig ist. Da hat er die Regeln leider nicht begriffen. Und das könnte verheerend sein für ihn. Sehr verheerend. Drehen wir mal dieses Licht weg. Tja, da sieht man ja schon prinzipiell, was hier schief lief. So einiges. Martin hat halt hier noch drei Burgen. Julian hat er auch noch drei Burgen? Der hat auch noch drei Burgen. Auch wenn die eine sehr einsam dasteht. Tja, es wird sehr spannend, wer sein Heer jetzt halten kann. Ich bin mir auch nicht sicher, ob beide überhaupt noch anwesend sind. Oder ob sie einfach nur die Leute da reinschicken und gar nichts mehr machen. Julian hatte doch auch irgendwo hier ein Heer. Wo ist denn das hin? Das ist tot.
Es ist gestorben, natürlich. So scheiße gebaut. Ich bin sehr enttäuscht. Gucken wir auch mal, wie sieht es dann aus mit dem Nachproduzieren? Nicht so gut, nicht so gut. Gucken wir mal hier. Ah, nicht so gut, nicht so gut. Auch nicht so gut, auch nicht so gut. Also ich sehe hier für beide eigentlich keine Zukunft. Sie haben den Krieg vielleicht gewonnen, aber die Schlacht verloren. Oder andersrum. Ja. Jedenfalls haben beide nichts mehr. Einer von beiden wird den Sieg vielleicht nach Hause fahren, aber leider wird er keinen haben, um ihn zu feiern, was sehr, sehr tragisch und traurig ist. Man sieht hier einen halb zerstörten Tribok, der auch nicht mehr so recht weiß, warum er überhaupt noch in diesem Krieg kämpft. Intelligent ist, dass hier auf jeden Fall wieder Fluktion herrscht. Und ich warte jetzt eigentlich nur, bis Julian sich hier vorgekämpft hat. Hat er denn noch Gebäudezerstörungseinheiten? Nö. Das ist natürlich schwierig. Wobei man sagen muss, Martin hat vielleicht das größere Heer. Aber ein Heer allein bringt halt nichts. Da braucht es schon mehr wie nur ein Heer. Doch hier sind sogar noch ein paar Tribocke. Die sind natürlich nicht zu vernachlässigen und können siegentscheidend sein. Nur die Frage ist, will Julian Martin jetzt aushungern lassen? Weil der hat echt nichts mehr zu bieten. Muss man ja mal so sagen. Jetzt sehe ich das. Okay, das Schlachtfeld und die Fluktion findet wieder statt, hat sich nur verschoben. Die Frage ist jetzt natürlich für beide, greifen sie an oder warten sie? Es könnte auch sein, dass wir jetzt wieder an Punkt 0 angekommen sind und wir den ganzen Klumpatsch wieder von vorne beginnen. Dabei muss ich sagen, rein punktetechnisch liegt Julian fast 1000 Punkte vorne. Ah nee, gar nicht. 400 Punkte, ist ja nicht so viel. Naja, da ist alles noch drin. Ja, da sieht man eine kleine Einheit. Hier sieht man auch eine kleine Einheit. Ne, wo ist diese kleine Einheit hin? Die zieht sich zurück. Sie brandschatzt. Hier noch ein paar einsame Mauern. Oh, hier ein einsamer Dorfbewohner. Das könnte natürlich... Oh, zwei davon. Die sollten eigentlich vernichtet werden, weil die können das Blatt nochmal wenden, wie man sieht. Die Frage ist natürlich für beide, wo bringen sie Gold her? Auf der Karte ganz rechts ist sogar noch etwas Gold vorkommen. Auf der Karte unten rechts ist auch noch Gold vorkommen. Die Frage ist, wer von beiden sichert sich das und kann somit seine Armee durch den Winter bringen. Beide haben einen Marktplatz gebaut, was natürlich ganz gut ist, weil sie können vor allem Holz, wie ich sehe, naja, vielleicht nicht Holz, vielleicht gar nichts davon, in Gold umtauschen, um wieder etwas Einheit zu generieren. Tja, nur beide... Naja, einer von ihnen hat wohl nicht das Bedürfnis, Nahrung ranzuschaffen. Ob das im Umkehrschluss nicht Beschiss ist? Ich weiß es nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, oh, wir sehen hier einen Angriff. Martin macht es ganz richtig, macht als erstes den Tribok kaputt. Ich meine, schießen nicht, warum schießen die nicht?
Tja, warum schießen diese nicht? Ja, ich meine, zu nah sind sie ja nicht. Ja, ich glaube, für jeden sprechen zu können, wenn ich sage, dieses Match zieht sich, es hätte schnell vorbei sein können. Beide haben angegriffen, dann aber sehr stark nachgelassen. Und jetzt müssen wir, die Zuschauer, diese Suppe auslöffeln. Es ist leider nicht mehr so spannend wie noch am Anfang. Es könnte nur noch eine Frage der Ressourcen sein, wer gleich in die Knie geht. Und so wie ich das sehe, dass sich beide nicht um die zwei verbleibenden Goldreserven kümmern. Es ist ihnen ziemlich egal. Die Hoffnung ist wahrscheinlich verloren. Einheiten können nicht mehr nachproduziert werden. Ein Dorfzentrum könnte jetzt von entscheidendster Wichtigkeit sein. Und einer von beiden hat da definitiv dran gedacht. Ich will nicht sagen, wer es ist, aber die werden schon wissen, was sie tun. Das habe ich nicht gesagt. Die Mauern liegen auch in der Ruine. Hübsch geht anders. Die Säbelrassler sind wieder am Start. Ich kann Steuerung gedrückt halten, um die aus der Auswahl zu entfernen. Das ist ja total langweilig. So, gucken wir uns die Burg an. Schöner Funfact zu einer Burg, die man bauen kann. Sieht immer gleich aus, hat immer 4800 Lebenspunkte oder Burgpunkte, BB. Kannst ja upgraden. Kann man upgraden? Oh, ich hab's so gewusst. Boah, da hat er's gewusst. Da rusht er rein. Oh, und er schmeißt mit Säbeln um sich. Die Frage ist, erwischt er jetzt jeden? Nee, er zieht sich zurück. Hätte ich nicht gemacht, ich wäre hinten dran geblieben, um die Einwohner komplett zu killen. Wenn er jetzt intelligent war, schickt er auch noch gleich in die andere Richtung ein paar Leute, um den Gegner einzukesseln. Aber das darf der Gegner natürlich nicht wissen. Tja, man sieht viele verlassene Burgen mit Löchern in den Mauern. Ja, der Krieg hinterlässt auch bei Gebäuden Spuren. Auch hier sieht man immer noch zwei leerstehende Einheiten, die nicht wissen, was mit ihrer Freizeit anzufangen. Da sieht man auch noch ein paar Schafe, die eigentlich auf die Schlachtbank gehörten. Wurde auch nicht gemacht. Die werden sich auch fragen, weswegen bin ich geboren? Wozu bin ich hier? Was ist mein Zweck? Jetzt, wo alle Menschen weg sind, soll ich ein Buch schreiben? Und vor allem, wie soll ich das machen ohne Daumen? Christoph? Christoph? Daumen? Achso, ich kenne keinen Christoph Daumen. Erzähl mir von diesem Christoph Daumen. Auch die Zuschauer da draußen werden das sicherlich total interessieren, wer Christoph Daumen ist. Die kennen Christoph Daum. Ja. Das ist ein Trainer. Ein Trainer. Fußballtrainer. Christoph Daum, schöne Grüße aus dem städtischen Zoo. Halten Sie Ihre Finger bei sich. Tja, da sage ich doch mal. Klasse statt Masse. Ein entscheidender Angriff auf die Ressourcen könnte jetzt entscheidend sein. Die Frage ist, wer von beiden traut sich? Oder ziehen beide wieder den Schwanz ein? Und machen nur so rum. Aha, Martin hat die Position aufgegeben. Sieht es aber auch nicht für nötig, irgendwelche Schafe einzusammeln. Ihm ist es wohl scheißegal, was aus diesen wird. Ich sehe hier auch so einen einsamen kleinen Kaktus, der auch nicht ganz so recht weiß,
wie mit der Situation umzugehen. Die Wölfe haben auch keinen Bock mehr. Die gucken sich lieber das schwarze Nichts an. Mittlerweile stellt sich hier jeder die Frage, was ist außerhalb dieses Bereiches? Geht es dann noch weiter oder stürzt man über die Kante und verreckt elendig? Man weiß es nicht, man hat es nicht versucht. Die Leute sind einfach zu engstirnig und schauen sich nicht über die Kante zu schauen. Bleiben sie lieber. Sich nicht über die Kante zu schauen. Das habe ich nicht gesagt. Natürlich heißt es Trauen. Nicht zu verwechseln mit dem Trauen von zwei Leuten, was gleichgeschlechtlich nicht so gern gesehen ist und von der Kirche meist nicht gerade befürwortet wird. Aber kommen wir wieder zu dem wichtigsten Ereignis, nämlich dem Tribok gegen die Burg. Da hat Julian natürlich nicht geschlafen und die ganzen Fußsoldaten entdeckt. Zieht sich leicht zurück. Oh, 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 er zieht sich zu weit zurück. Da sind die Leute schon sehr nah dran. Hey, warum schießen meine Tribocke nicht? Weil du ihnen vielleicht nicht den Befehl gibst und weil sie ja, ziemlich doch. Im Arsch sind. Hast du doch aufgestellt. Ja, das langt halt nicht. So, da ziehen sich wieder beide Sachen zurück. Es ist so ein aneinander berühren, gucken, ein leichtes Fühlen. So, die Wangen aneinander schmiegen, gucken, ob die andere Seite genauso stoppelig ist wie die eigene und dann wieder auch schnelles Entfernen. Ob das so geil ist, weiß man nicht. Schließen wir mal auf und gucken, was mit Kamelreitern denn sonst noch so anzufangen ist. Julia, wie ist dein Statement bis hierher? Ich kann dir sagen, wir haben bald eine Stunde auf dem Tacho. Und meine Frage an dich ist, wie siehst du deine Chancen? Oder hättest du die Kurve schon in der ersten Halbzeit anders nehmen müssen? Seine Antwort ist ja, das hätten wir uns denken können. Er ist positiv wie immer eingestellt. Er würde auch ja sagen, wenn er nein sagen müsste. Jetzt kommt natürlich die anschließende Frage, die uns jeden und alle interessieren wird. Martin, wie stehst du zu der ganzen Geschichte? Ist deine Aussage genauso umfangreich wie Julians? Siehst du es anders? Ist deine Lage besser gefühlt? Oder schlechter? Wie sehen deine Zukunftspläne aus und werden die Mauern wieder geschlossen werden? Ich war so dicht dran. Ich war so dicht dran. Aber das muss ich ja wieder irgendwo einigeln. Hier haben wir ein schönes Statement, was Julian von seinem Gegner Martin Batke hält. Hey. Nämlich nix. Keine Lache. Keine Lache? Ach, das ist so ein rudimentärer Name. Jeder könnte so heißen. Tja. Von mir vielleicht noch ein paar Verbraucherinformationen. Wenn Sie eine Brille brauchen und netten Umgang mit Personen haben wollen, gehen Sie doch einfach zur Optik Rassel. Dort werden Sie bedient. Vielleicht nicht von den kompetentesten, aber von den vielleicht hübschesten Männern in diesem Geschäft. Qualität hat natürlich ihren Preis und deswegen sollte man gucken, dass das Goldniveau immer weiter oben ist. Da sehe ich wieder... Da sehe ich einfach kein Ziel. Da sehe ich halt einfach uns hier noch weitere Stunden sitzen und diesem Trauerspiel die Geigen vorzusäuseln. Da sehe ich immer mal wieder eine Armee aufeinanderprallen. Da heißt es Mensch gegen Pferd auf Pferd, auf Mensch. Nee. Mensch gegen Mensch auf Pferd mit Säbel und Piken. Man hat schon gewusst, warum man die Leute auf große Tiere setzt. Das schüchtert natürlich auch ein. Und die Spuren im Schnee sind nicht so leicht menschlich auszumachen. Das heißt, die Verfolgung... Alter, flitzt der hier dumm rum, hey. Ist es nicht so einfach. Man merkt auch schon leichte Aggressivität bei Martin, der mit der ganzen Situation nicht so recht zufrieden zu sein scheint.
Und das ist nur nachvollziehbar, wenn man so hart am Limit kämpfen muss, seine Leute immer wieder von A nach B retten, immer wieder neu investieren muss, nur um sich gegen so ein paar Kamele zu schlagen. Dein Statement, Martin. Kamele haben nichts in der Schneewüste zu suchen. Das sehe ich ganz genau so. Und das war das Statement von Martin B. aus Bremen. Vielen Dank für diese Fanpost. Ich habe mich sehr gefreut, das bekommen zu dürfen.